Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesen Römerberg-Gesprächen, wie gewohnt im Chagall-Saal, den uns das Schauspiel Frankfurt wieder zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank dafür. Das ist eine sehr wertvolle und wichtige und tatsächlich wunderschöne Unterstützung, hier im Umfeld dieser Chagall-Bilder tagen zu können. Unterstützt werden die Römerberg-Gespräche außerdem von der Stadt Frankfurt und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie vom Exzellenzcluster Normative Orders der Goethe-Universität. Medienpartner sind die Frankfurter Rundschau und HR2 Kultur. Das ist eine interessante, sympathische Radiowelle, auf der Sie zum Beispiel am Sonntag in einer Woche, also am 19. Mai ab 12.05 Uhr, eine Zusammenfassung der heutigen Veranstaltung, der heutigen Reden und Diskussion hören können. 19. Mai nach den 12 Uhr Nachrichten in HR2 Kultur. Den Römerberg-Gesprächen geht es heute um Europa und das in der Europastadt Frankfurt. Und umso schöner ist es, dass die Kulturdezernentin dieser Stadt heute Morgen hier ist, um diesen Tag zu eröffnen. Herzlichen Dank dafür und herzlich willkommen, Ina Hartwig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Magistrat, zur heutigen Intervention der Römerberg-Gespräche. Diese ist im 47. Jahr, seit Hilmar Hoffmann die Römerberg-Gespräche ins Leben gerufen hat, die insgesamt 13. Intervention. Die 13 ist aber nicht nur eine Unglückszahl, sondern, wie wir im multikulturellen und aufgeklärten Frankfurt wissen, in manchen Weltreligionen auch eine Glückszahl. Und die Intervention möge unter einem Glücksstern stehen, denn sie tut wirklich Not. Wir alle wissen, die europäische Idee steht unter Beschuss wie noch nie seit ihrem Bestehen. Ein Populismus greift um sich, und zwar in fast allen Nationen und inzwischen auch in Deutschland. Wir hatten ja lange gedacht, wir seien aufgrund unserer Erfahrungen der Vergangenheit gefeit, dagegen aber leider ist dem nicht so. Gemein ist diesen Strömungen überall eines, dass sie Neid und Missgunst schüren. Entweder gegen die europäische Idee selbst, mit der Gegenreaktion, dass man sich konzentriert auf vermeintlich nationale Partikularinteressen. Oder der Populismus richtet sich gegen noch Schwächere in der Gesellschaft, gegen Migranten von außerhalb Europas, genauso wie gegen innereuropäische Migration. Gepaart ist der Populismus fast immer mit der neuen Unwissenschaftlichkeit. Objektive, differenzierte Berichterstattung wird schnell diffamiert. Wer Fakten oder Argumente beiträgt, wird zum Feindbild erklärt. Und eines der neuen Feindbilder lautet, wie Sie alle wissen, Elite. Falsche Behauptungen und verfälschende Zahlen werden wider besseres Wissen, etwa in den sozialen Medien, verbreitet. Und mit der Konzentration auf eigene Kanäle wird versucht, die jeweilige Anhängerschaft von anderslautenden Informationen abzuschirmen. Damit erzeugen die Populisten nicht nur ein Klima der Spaltung und der steigenden Aggressivität in unserer Gesellschaft, sie vernebeln auch die wahren Probleme, Probleme, die sich etwa aus der ungerechten Verteilung von Chancen und Ressourcen innerhalb der Gesellschaften ergeben. Wohin es führt, wenn man Populisten nachgibt, sehen wir in unseren Nachbarländern. Die Abwendung von Europa im vermeintlichen Eigeninteresse kann zu nahezu lähmenden Konflikten in einer Gesellschaft führen, wie wir beispielsweise in England beobachten. Oder die Abwendung von der europäischen Idee geht einher mit dem Versuch, im Inland demokratische Institutionen faktisch außer Kraft zu setzen. Wenn wir nach Polen oder etwa Ungarn schauen, beobachten wir mit Unruhe, wie dort die Unabhängigkeit der Justiz und der Presse ausgehebelt werden. Frankfurt ist seit jeher stolz, eine weltoffene, multikulturelle, eine europäische Stadt zu sein. Wir sind heute auch hier, um uns auf die Auseinandersetzung mit Faktenleugnern und Populisten vorzubereiten. Die Römerberg-Gespräche dienen nämlich von Anfang an dem Ziel, unsere Zivilgesellschaft und ihre Diskussionsbereitschaft zu stärken. Deshalb freue ich mich ganz besonders, im Namen der Stadt unsere heutigen Referenten und Referentinnen begrüßen zu dürfen. Philipp Mano, der uns das Thema Europawahlen als europäische Protestwahlen nahebringen wird. Christine Landfried, die uns hoffentlich anhand ihres Buches
das politische Europa-Differenz als Potenzial der EU auch eine differenzierte Betrachtung zum Thema Streitkultur aufzeigen kann. Andreas Röder, Verfasser des Buchs »Wer hat Angst vor Deutschland«, der für eine Lockerung moralischer Überspannung plädiert. Stefan Kadelbach, der sich der Zukunft der EU als Staatenbund oder Bundesstaat widmen wird. Bevor es dann ganz praktisch bei Mara Daria Koyukaru und Ulrike Gero um die konkrete EU-Reformdebatte gehen wird. Besonders freue ich mich auch über den Beitrag von Daniel Röder. Er ist der Impulsgeber zur Gründung der Initiative Pulse of Europe und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem zuletzt mit dem Bundesverdienstkreuz. Moderiert wird das Gespräch wie immer zuverlässig von Alf Menzer, Literaturexperte und Ressortleiter bei HR2. Bevor ich jetzt an Herrn Menzer weiterleite, möchte ich noch einen dringenden Wunsch loswerden. Gehen Sie nicht nur selbst wählen, ich weiß, das tun Sie. Erinnern Sie Ihre Kinder, Ihre Eltern, Enkelkinder, Ihre Großeltern, Ihre Kollegen und Freunde daran, wählen zu gehen. Sorgen Sie dafür, dass in Europa wieder diejenigen die Oberhand gewinnen, die für das Gemeinsame, die für das Wir stehen, sodass jene, die unser europäisches Erbe spalten und Partikularinteressen über das Gemeinwohl stellen, in ihre Schranken verwiesen werden. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut. Wer es nicht wahrnimmt, sollte hinterher auch nicht klagen. Das war jetzt auch tatsächlich mein letzter Satz. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Ina Hartwig. Ja, Last Exit nach dem Brexit, ist Europa noch zu retten, fragen wir heute. Und das ist, glaube ich, keine ankündigungstypische Dramatisierung. Ina Hartwig hat es eben gesagt, das Europa, das wir kennen, wird bedroht von innen, von außen und von den Rändern. Und wenn dann nur der Brexit wäre, hätten wir uns vielleicht kurzfristig überlegen müssen, diese Veranstaltung abzusagen oder eine Kabarettshow draus zu machen. Aber es sind ja eben nicht nur die einen, die die Europäische Union, wie unbeholfen auch immer, verlassen wollen. Es gibt die anderen, die sie von innen sabotieren, und es gibt die Beobachter von außen, denen Europa gar nicht schwach genug sein kann und die deshalb ordentlich Keile zwischen die Mitgliedstaaten treiben. Aber es ist eben auch eine gute alteuropäische Weisheit, dass dort, wo Gefahr ist, auch das Rettende wächst. Und vielleicht gibt es ja doch so etwas wie eine List der Vernunft. Denn wenn Donald Trump, Wladimir Putin, Boris Johnson, Steve Bannon oder Viktor Orban die Idee Europa nicht mögen, dann kann sie ja eigentlich ganz so schlecht nicht sein. Und wenn die Autokraten aller Länder sich gegen das europäische Projekt verbünden, lohnt es sich vielleicht umso mehr, für seine Rettung zu kämpfen. Die existenzielle Krise Europas hat doch den ein oder anderen dämmern lassen, dass ein freies und friedliches Europa eben nicht selbstverständlich ist, dass ein Europa auch scheitern kann und dass es die Herausforderungen der Gegenwart nicht bewältigen wird, wenn es sich nicht weiterentwickelt. Woher die gegenwärtige Krise rührt, was Europa derzeit fehlt, was die europäische Einheitsidee derzeit so schwach und die diversen Nationalismen so stark sein lässt. Das wollen wir heute diskutieren mit unseren Referenten, aber eben auch mit Ihnen. Denn eins ist klar, wenn es nicht einmal jetzt, kurz vor der schon als Schicksalswahl deklarierten Wahl zum Europaparlament, wenn es nicht mal jetzt gelingt, Europa zu einem öffentlichen Thema zu machen, dann bleibt es wirklich den Technokraten und Populisten überlassen, das Ganze gegen die Wand zu fahren. Aber soweit sind wir noch nicht. Wir werden heute diskutieren und starten mit der Frage, was bei der anstehenden Europawahl eigentlich auf dem Spiel steht. Was treibt vor allem die Verächter Europas an? Die Populisten, die nach jüngsten Umfragen, die ich gelesen habe, bis zu einem Viertel der rund 700 Mandate erringen könnten. Was für ein Protest artikuliert sich da, was für eine Kritik an Europa ist da zu hören? Das wird jetzt Philipp Manu untersuchen. Er ist Professor für vergleichende politische Ökonomie an der Universität Bremen. Er hat im vergangenen Jahr ein viel beachtetes und viel diskutiertes Buch veröffentlicht, die politische Ökonomie des Populismus, so der Titel. Und er hat damit eine neue und originelle Perspektive auf die populistischen Bewegungen der Gegenwart eröffnet, indem er auf die
ökonomischen Grundlagen dieser Populismen geschaut hat, indem er diese Populismen als Protest gegen die Globalisierung begriffen hat, gegen eine Globalisierung, die von der Europäischen Union aktiv vorangetrieben worden ist und die aus Sicht ihrer Gegner regelrecht verschuldet worden ist. Insofern lohnt es sich aus dieser Perspektive, den populistischen Protest nicht einfach als Ressentiment der Ewiggestrigen abzutun. Es lohnt sich, diesen Protest ernst zu nehmen, weil er uns eben doch eine ganze Menge über die Fehler und Schwächen der Europäischen Union erkennen lässt. Und darüber wird sie jetzt im Weiteren Philipp Manow aufklären. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, Herr Manow. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken für die freundliche Einladung zu den Römerberg-Gesprächen. Ja, von der Kulturdezernentin ist eben das Thema Fakten angesprochen worden. Und deswegen werde ich jetzt erstmal ein bisschen Fakten zu Europawahlen Ihnen präsentieren. Ich hoffe, nicht länger als eine halbe Stunde reden zu brauchen, und dann hätten wir auch noch so in dem Ablauf, wie das geplant ist, eine halbe Stunde Zeit für Diskussion und Rückfragen. Die erste Frage, die ich ein bisschen konzentrierter behandeln möchte, lautet: Mit was für einem politischen Raum haben wir es eigentlich in der EU zu tun? Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu sehr ein politikwissenschaftliches Oberseminar, aber ich will Ihnen ein paar Grafiken zu diesem Thema auflegen. Was Sie hier sehen, ist auf der X-Achse, also auf der Horizontale, eine Abbildung eines, das, was wir ganz traditionell ein Links-Rechts-Schema nennen, mit 0 extreme Linke und 10 extreme Rechte. Und auf der Y-Achse, das heißt auf der vertikalen Achse, haben wir von 0 bis 10 eine Skala der Europafreundlichkeit, 10 oder der Europaskepsis. Und die Punkte, die Sie da jetzt sehen, sind Parteien. Das sind alle Parteien, die seit 1979 an Europawahlen teilgenommen haben. Und das sind Positionierungen, wir können also Parteien im politischen Raum positionieren, wie links, wie rechts sind sie, wie europaskeptisch, wie europafreundlich sind sie. Da gibt es verschiedene Verfahren, das zu tun. Das Verfahren, was hier gewählt wurde, ist einen sogenannten Experten-Survey zu machen. Das heißt, man fragt Leute wie mich, die als Experten gelten, und sagt, positionier mir doch mal diese Parteien auf dieser Dimension. So, der erste wichtige Punkt meiner Meinung nach, den wir hier sehen, ist, die Gegner der EU sind eher auf der extrem linken und auf der extrem rechten zu finden, und in der politischen Mitte sind die Freunde der EU. Also wir haben eine ganz typische und eine ganz systematische Verteilung des politischen Raums in Europa. Mittig heißt EU-freundlich, prononcierter links, prononcierter rechts heißt EU-skeptisch. Wenn wir jetzt unterscheiden nach Regierung und Oppositionsparteien, heißt auch, und die roten Punkte sind halt Parteien, die an der Regierung waren in dem Moment, wo sie an der Europawahl teilgenommen haben, und diese dunkelblauen sind halt Oppositionsparteien, dann ist eben eine weitere Regelmäßigkeit zu erkennen, und das ist relativ wichtig, wird sich gleich nochmal herausstellen, dass das relativ wichtig ist, weil das heißt, die Gegner der EU sind eher in der Opposition und die Freunde der EU eher in der Regierung zu finden. Ist also auch eine relativ systematische Verteilung. Es ist auch nicht so super überraschend, weil mittige Parteien, also Parteien, die zumindest auf der Links-Rechts-Skala mittig verortet sind, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an der Regierung beteiligt zu werden als extreme Parteien. So, das ist die zweite wichtige Information. Die Europafreunde sitzen tatsächlich eher in den Regierungen, und die Europaskeptiker oder Feinde, je nachdem, wie man das formulieren möchte, sitzen eher auf den Oppositionsbänken. Die dritte Beobachtung, die sieht hier, ich hoffe, man kann es halbwegs sehen, ich versuche es dann auch zu verbalisieren, das sieht jetzt natürlich irgendwie eher nach
ich weiß nicht, unter Drogenkonsum produzierten Spirographen aus. Aber was hier abgebildet werden soll, ist die Größe dieser Parteien. Und auch hier ist es wieder ein systematischer Zusammenhang, der vielleicht nicht ganz so schlagend sofort visuell sichtbar wird, wie eben in den ersten beiden Grafiken. Aber in der Tendenz kann man auch sagen, die Gegner der EU sind eher kleine Parteien und die Freunde der EU eher groß. Auch das wieder nicht sonderlich verwunderlich. Wir wissen, dass extremere Parteien kleinere Parteien sind. Automatisch heißt das, mittigere Parteien sind größere Parteien und dass größere Parteien eine größere Wahrscheinlichkeit haben, an der Regierung beteiligt zu werden, ist auch nicht so super überraschend. Aber es ist trotzdem auch wichtig, dass sich jetzt kurz mal zu merken. Dass es hier einen Zusammenhang gibt, kann man auch so nochmal abzeichnen. Wir haben hier wieder auf der X-Achse sozusagen ganz normal unsere EU-Skepsis und die EU-Euphorie hier oben bei 10 sozusagen. Und hier auf der X-Achse haben wir einfach jetzt mal sozusagen, wie groß ist die Partei im Sinne von wie groß war der Stimmenanteil in der letzten Parlamentswahl. Und was wir eben sehen, und das ist durch diese Schätzlinie hier angedeutet, diese dünne rote Linie. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Größe und EU-Freundlichkeit. Das sehen Sie daran, dass Sie hier eine positive Steigung haben. Also in der Tendenz kann man sagen, je größer, desto EU-freundlicher. So, der letzte Punkt, den ich eigentlich ansprechen möchte, und der ist vielleicht auch ganz wichtig im Kopf zu behalten, lautet, der Osten, das heißt die neuen Beitrittsländer ab 2004, 2007, ist in der Tendenz europaskeptischer als der Westen, die alten Mitgliedsländer sozusagen. Hier ist es vor allen Dingen interessant, dass wir auch Parteien haben, die sich in der politischen Mitte bewegen und die trotzdem eigentlich eine recht prononcierte Europa-Skepsis oder Feindlichkeit haben. So, das sind ein paar Fakten zu Europawahlen seit 1979, also 8 Europawahlen bis heute. Und die Regelmäßigkeit oder die systematischen Befunde, die wir sehen im Hinblick auf das, wie gut diese Parteien abschneiden. Nun ist die Frage, wie wird denn eigentlich gewählt in Europawahlen? Was wird denn eigentlich ganz genau gewählt? Und deswegen hatte ich in meinem Vortragstitel auch diese Frage, also ein Fragezeichen, ich glaube, die ist im Programmheft, wenn ich das sehe, ist das Fragezeichen unter den Tisch gefallen, weil die Frage ist, sind denn eigentlich Europawahlen europäische Protestwahlen? Wir haben es gehört, Schicksalswahl, es wird so getan, als wenn es um Europa geht. Man würde ja auch erstmal denken, in Europawahlen geht es um Europa. Aber ob das so ist, ist alles andere als klar. In der Politikwissenschaft gibt es eigentlich seit der ersten Direktwahl 79 eine ganz anders lautende Deutung, die sagt, in Europawahlen geht es gar nicht um Europa. Europawahlen sind eigentlich nur eine Gelegenheit, sogenannte Ventilswahlen, Barometerwahlen, Protestwahlen. Europawahlen sind eigentlich nationale Wahlen. Wir haben nationale Wahlkämpfe, wir haben nationale Parteien, wir haben nationale Programmatiken und wir haben jeweils nationale Debatten. Und deswegen sind Europawahlen letztendlich eine Gelegenheit, Unzufriedenheit zu artikulieren, und zwar nationale Unzufriedenheit. Das ist eigentlich eine dominante Deutung dessen, was wir seit 79 gesehen haben. Und das ist die sogenannte Second-Order-Election-These. Ich muss sie jetzt hier nicht sozusagen mit politikwissenschaftlichem Jargon belasten, aber die sagt eben im Kern, sagt sie, das, was wir seit 79 sehen, sind eigentlich, dass Bürger die Europawahlen als Gelegenheit nehmen, ihre nationale Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen.
Und deswegen sind es auch gewisserweise Denkzettelwahlen. Wir haben generell natürlich eine sehr viel geringere Wahlbeteiligung in Europawahlen, weil Leute Europawahlen auch oder Wähler, Wählerinnen sie für systematisch weniger wichtig halten als nationale Wahlen. In ihnen wird ja nicht für die nächsten 4 oder 5 Jahre eine nationale Regierung bestimmt, unter der man dann leben muss und die man erleiden muss, sondern da wird irgendwo in Europa irgendwie so ein Gremium zusammengesetzt. Und insofern haben wir sehr, sehr viel weniger Wahlbeteiligung, aber die Leute, die sich beteiligen, nehmen das vor allen Dingen als Gelegenheit, eben auch gerade, weil es keine angeblich unmittelbaren Rückwirkungen auf die jeweilige Lebenssituation mit sich bringt, ihren Unmut zu artikulieren. Und das würde erklären eine ganze Reihe von Regelmäßigkeiten, die wir dann tatsächlich in diesen Europawahlen sehen. Und zu diesen Regelmäßigkeiten gehört, dass Regierungsparteien systematisch verlieren in Europawahlen, dass große Parteien systematisch verlieren und dass eben dann spiegelbildlich extremere Parteien systematisch gewinnen. So, und das ist das, was wir hier erneut sehen. Sie können jetzt wieder sagen, das sieht irgendwie aus wie gestresste Fliegen, die über eine Leinwand irgendwie laufen. Aber es gibt eine gewisse Regelmäßigkeit, die ist durch diese beiden Linien hier auch angedeutet. Erneut haben wir hier jetzt quasi einen Indikator, wie groß ist eigentlich eine Partei, also haben wir es mit Volksparteien zu tun oder haben wir es mit Splitterparteien zu tun? Und wir haben hier auf der Y-Achse sozusagen, gewinnen die in Europawahlen oder verlieren sie in Europawahlen? Und dann haben wir so, wir sehen natürlich eigentlich jetzt erstmal nur eine Punktewolke, aber wenn wir für die Frage, haben wir es mit einer Regierungspartei zu tun oder haben wir es mit einer Oppositionspartei zu tun, kontrollieren, dann sehen wir eben eine ganz wichtige Regelmäßigkeit. Große Parteien verlieren, hatte ich schon erwähnt, und Regierungsparteien verlieren auch. Und wenn Sie sich im Vorkopf, also Sie sozusagen noch erinnern an die ersten paar Grafiken, die ich Ihnen gezeigt habe, heißt das automatisch, dass die extremeren Parteien in Europawahlen systematisch gewinnen, sind die kleineren und die auch in der Opposition sind. Und das heißt auch, weil wir ja diese umgedrehte U-Form haben als Verteilung des politischen Raums, dass eigentlich in Europawahlen systematisch die Skeptiker gewinnen und die Freunde verlieren. Wenn wir das versuchen, jetzt mal ein bisschen zu, und das sind, wie gesagt, das Ganze, was ich Ihnen zeige, basiert immer auf der Auswertung aller Europawahlen von 79 bis 2014, die wir bislang gehabt haben. Das sind also irgendwie sowas wie 1300 Beobachtungen, alle Parteien, die daran jemals teilgenommen haben. Und wenn wir versuchen wollen, hier zu verstehen, was eigentlich systematisch passiert, sehen wir eben ganz genau das. Also quasi hier die Null würde ja anzeigen, dass sich zwischen der letzten nationalen Wahl, den Stimmen, die man dort bekommen hat, und der Europawahl nichts verändert hat. Man hat weder zugewonnen noch verloren. Wenn wir eine Regierungspartei sind, dann verlieren wir so im Durchschnitt 1,7% der Stimmen. Hier je nach Parteigröße verliert man irgendwie sowas wie 0,17. Das kann sich natürlich schon aufaddieren. Also mit jedem einzelnen Prozentpunkt, den man in der letzten National gewonnen hat, verliert man irgendwie sowas wie 0,17 Prozentpunkte in der Europawahl. Das kann schon viel sein. Also das sind dann, wenn man 20% war, dann hat man schon 3,4% verloren. Wir haben eine ganze Reihe von neuen Parteigründungen. Es ist ja nicht zwingend erforderlich, dass das gleiche Set an Parteien, was in der letzten Parlamentswahl angetreten ist, auch in der Europawahl antritt. Und das ist dann ja nicht verwunderlich, dass, wenn wir Parteien hatten, die es vorher nicht gab, die in Europawahlen antreten, das war übrigens mit den Grünen 1979 der Fall. Die Europawahl war die erste Wahl, wo sich die Friedens- und Umweltbewegung auf eine gemeinsame Parteigründung einigen konnte. Und 1979 den Wahlerfolg, der war dann die Initialzündung
Der Wahlerfolg in der Europawahl war dann die Initialzündung, tatsächlich auch 1980 in der Bundestagswahl als geschlossene Partei anzutreten. Also dieser Zusammenhang, dass wir auch neue Parteigründungen finden, ist natürlich auch abgebildet. Und das sieht jetzt hier irgendwie nicht sonderlich beeindruckend aus. Aber auf der Links-Rechts-Skala zeigt es uns eben auch sozusagen, und die Links-Rechts-Skala geht ja von 0 bis 10. Das heißt, je weiter rechts sie positioniert sind, desto erfolgreicher schneiden sie in Europawahlen ab. Das kann man sich auch versuchen, wieder so ein bisschen so im Kopf durchzurechnen. Was heißt das ganz genau? Ich glaube, das war sogar 0,5. Also im Grunde genommen, Sie haben ja eine Skala von 0 bis 10, das heißt, wenn Sie sozusagen diese ganze Skala durchgehen von 0 bis 10 und bei jedem Schritt gewinnen Sie irgendwie sozusagen 0,5% dazu, dann wären Sie als extrem rechte Partei bei 5%. Das sieht also hier sehr, sehr klein aus, ist aber durchaus substanziell. So, wie sieht das aus im Hinblick auf die neuen Mitgliedsländer, also relativ neu seit 2004, 2007, vis-à-vis den älteren, also quasi jetzt West versus Ost? Das ist relativ gleich, vielleicht im Osten ein bisschen ausgeprägter, was allerdings tatsächlich auch wiederum, das sieht sehr, sehr klein aus, aber das ist substanziell, nicht? Und das heißt letztendlich übersetzt, im Osten gewinnen die EU-skeptischen Parteien stärker in Europawahlen, und zwar vor allem auf der Rechten. So, warum ist das interessant? Naja, das ist unter anderem deswegen interessant, weil das eigentlich zu einer unerwarteten und auch wahrscheinlich ein bisschen für Sie jetzt überraschenden, zu einem überraschenden Effekt führt. Und der lautet, dass das Europaparlament eigentlich eine relativ europaskeptische Veranstaltung ist. Das wird Sie jetzt wahrscheinlich irgendwie, das vielleicht ein bisschen überraschen oder irritieren, so eine Äußerung. Aber wenn wir uns einmal einfach nur angucken, also man kann ja, wenn man jetzt weiß, wie jede Partei, wie die ist von 0 bis 10, von komplett europaskeptisch bis komplett integrationseuphorisch, kann man natürlich schlicht und einfach mal einen Durchschnittswert für das Europäische Parlament als solches ausrechnen. Wie europafreundlich ist denn eigentlich das Europaparlament als solches? Und wenn wir es zum Beispiel vergleichen mit den nationalen Regierungen, ist das Europaparlament im Aggregat, im Durchschnitt, deutlich europaskeptischer als die Mitgliedsländer alle zusammen. Das ist der eine Befund, der vielleicht ein bisschen überraschend ist. Wenn Sie aber sich vorstellen, dass die Europawahlen häufig eine Gelegenheit sind, eben diese kleineren Parteien ins Europaparlament zu wählen, und wenn Sie wissen, dass quasi, also Front National, UKIP, Movimento, dass die starke Vertretungen in Brüssel, Straßburg haben, ist dieser Befund dann doch wiederum nicht so überraschend. Und der zweite Befund, das ist dann eher nicht sozusagen relativ, also wie europaskeptisch ist das Parlament meinetwegen vis-à-vis dem Ministerrat, also den Mitgliedsländerregierungen, sondern über Zeit betrachtet sehen wir eben seit der letzten Europawahl, also eigentlich hier in den, wenn Sie so wollen, 99, 2002, 2004, 2009, alles gut. Das ist auch ja noch die Phase, wodurch, also das ist noch vor der Eurokrise, bevor sie voll ausbricht. Aber 2014 sehen wir dann, also von 2009 auf 2014 sehen wir einen recht dramatischen, klar, man muss immer gucken, das geht jetzt nicht über die volle Länge, können Sie auch sagen, okay, how to lie with statistics, also es ist natürlich immer noch in diesem Range, aber wenn Sie jetzt mal gucken, dass der Range sowieso nur von 0 bis 10 geht, ist das, und dann sind wir knapp über 5. Das ist schon eine recht dramatische Verschiebung auf dieser Ebene EU-Freundlichkeit versus EU-Skepsis, die sich 2014 manifestiert hat. Und es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass wir jetzt nach der Wahl im 26. Mai nochmal ein weiteres Absinken dieser Zustimmungswerte im Europäischen Parlament finden.
Deswegen komme ich quasi zum Schluss dessen, was ich sagen wollte, und bin dann ja gespannt und freue mich dann auf die Diskussion und die Kommentare. Aber also einerseits muss man sagen, klar, dass zum Beispiel Regierungsparteien abgestraft werden, Oppositionsparteien gewinnen, lässt sich natürlich verbinden mit einer Interpretation der Europawahlen, die sagt, das sind eigentlich nationale Protestwahlen. Wenn wir aber eben sehen, dass wir sozusagen eine ganz systematische Verteilung haben, wo die großen, mittigen Regierungsparteien diejenigen Parteien sind, die dieses Europaprojekt integrativ sehr, sehr stark vorantreiben, und alles, was links und rechts davon ist, kleiner in der Opposition, das sehr, sehr, sehr kritisch sieht, dann gibt es eben viele Evidenz, und die zunehmende Europaskepsis des Europaparlaments selber weist darauf meiner Meinung nach auch hin, dass sich über die Zeit von 79 bis heute tatsächlich die Europawahlen offensichtlich stärker europäisiert haben. Das heißt, sie sind stärker weg aus den nationalen Kontexten, aber es gibt eben Hinweise darauf, dass diese Europäisierung nicht so abgelaufen ist, wie die Hoffnungen, die sich damit lange Zeit verbunden haben, gerade zum Beispiel mit der Einführung der Direktwahl 79, sondern dass es eben, dass die Europäisierung dieser Wahlen auch in vielerlei Hinsicht eine Anti-Europäisierung ist. Und das ist eine durchaus ungewohnte Entwicklung, und es hat ungewohnte Effekte. Unter anderem ist es ja so, also im Grunde genommen paradox, dass das Europaparlament mittlerweile zu den Plattformen der Euroskeptiker geworden ist, wenn wir wissen, dass in der letzten Europawahl UKIP die stimmenstärkste britische Partei geworden ist, Front National die stimmenstärkste französische Partei geworden ist, dann sehen wir eben, dass die Feinde Europas im Parlament eine relativ gesicherte Position haben und das auch nutzen können, um jeweils in die nationalen Wettbewerbskontexte wieder zurückzuwirken. Ich meine, UKIP hat so, ich glaube, hier im einen Sitz im House of Commons, das Rassemblement National, früher Front National, ist auch kaum in der Assemblée National vertreten, aber die starke Bastion, die das Europaparlament diesen Gegnern bietet, hat natürlich ganz starke Rückwirkeffekte, und ich bin davon überzeugt, dass der Brexit nicht so abgelaufen wäre, wie er abgelaufen ist, wenn UKIP nicht auch die Gelegenheit gehabt hätte, in jeweils die nationalen Wahlen sehr stark einzugreifen, weil sie diesen starken Brüsseler, diese starke Brüsseler Plattform haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ich bin gespannt auf die Diskussion. Ich würde es vielleicht gerne chronologisch, also entlang Ihres Beitrags, nochmal durchgehen. Ich habe ein paar Fragen. Die erste Feststellung war, dass Sie sagten, europaskeptische Parteien befinden sich eher in Oppositionsparteien als in Regierungsparteien. Haben wir da nicht in letzter Zeit eine Veränderung wahrnehmen müssen? Also in Ungarn gibt es europaskeptische Parteien in der Regierung, in Italien jetzt ganz stark, in Österreich sind sie mit in der Regierung. Also verändert sich da gerade was, und verändert das auch die Tektonik in Europa? Ja, das ist sicherlich so. Mein Blick war jetzt wirklich einer über die letzten 30 Jahre. Aber dass im Osten natürlich schneller, aber dann teilweise eben auch, wenn wir die Beteiligung der wahren Finnen, der PVV in den Niederlanden oder der FPÖ in Österreich an den Regierungen sehen, dann ist dieser Cordon sanitaire natürlich auch in diesen Ländern brüchig geworden, klar. Und jetzt ist es nicht mehr, also in der Tendenz stimmt es immer noch, die Europaskeptiker, Feinde, wie man es nennen möchte, Gegner sitzen eher in der Opposition und die Freunde eher in den Regierungen. Aber das hat sich natürlich geändert, und insofern sehen wir fast, also wenn wir auch jetzt, ich habe ja das aufgezeichnet quasi, wo ist eigentlich das
wo ist das gewichtete Mittel des Europaparlaments, wenn wir jetzt das gewichtete Mittel des Ministerrates dazu nehmen, wird auch das, ist das in der Tendenz auch europaskeptischer geworden in den letzten Jahren. Und dass das die Tektonik verschiebt, es liegt völlig auf der Hand, denn naja, für jede Gesetzesinitiative brauchen Sie natürlich Mehrheiten in beiden Gremien, wenn Sie so wollen. Und das kann dann natürlich kippen, ist völlig klar. Weil Sie sagen, ich habe Sie gesehen, Sie haben die letzten 30 Jahre beobachtet und über diesen Zeitraum ist die Tendenz, sagen wir mal, stabil. Aber tut sich vielleicht was, haben wir da so einen Paradigmenwechsel in den letzten Jahren? Also weil ja auch diese letzte Grafik, wo es dann die Europaskepsis ganz radikal runtergeht, es scheint sich ja doch vielleicht was Grundsätzliches getan zu haben. Also dass in den letzten Jahren da nicht einfach nur ein statistischer Ausreißer zu beobachten ist, sondern sich vielleicht prinzipiell etwas verändert? Naja, also wir sitzen ja hier, weil das ganze Projekt stark unter Beschuss gekommen ist. Und genau das hat sich geändert natürlich, nicht? Also es war lange Zeit die Rede von diesem permissiven Konsensus. Das kann auch sein, dass es Ihnen jetzt auch wieder extrem als politikwissenschaftliches Jargon erscheint. Aber also lange Zeit war Europa irgendwie ein relativ abstraktes Projekt und was mit, wie soll man sagen, mit so einer Art leidenschaftsloser, also positiver Hinnahme, Akzeptanz. Nice to have, sozusagen. Ja, kann man so nicht. Aber natürlich muss man auch sagen, dass ab den 90er Jahren mit dem Binnenmarkt, mit dem Vertrag von Maastricht, mit Schengen, mit nachher mit dem Euro, die Intensivierung des ganzen Integrationsprozesses natürlich extrem zugenommen hat. Insofern ist dieser permissive Konsensus, der so sagte, ja, ist irgendwie in Ordnung und finden wir klasse und man muss nicht an jeder Grenze mehr seinen Pass vorzeigen und nachher braucht man auch kein Geld mehr tauschen und so. Also hat ja viel stärker jetzt in die Lebenswirklichkeit eingegriffen wenn wir jetzt auch das populistische Phänomen, was ich ja tatsächlich auch vor dem Hintergrund der zwei großen Europäisierungskrisen der letzten 10 Jahre interpretieren würde. Erst der Übergang der Finanzkrise in die Eurokrise ab 2010 und dann 2015 die Flüchtlingskrise, die ja beide eine ganz manifeste europäische Dimension hatten und wo Europa jetzt mal ehrlich gesagt keine besonders gute Figur gemacht hat, weder in der einen noch in der anderen Hinsicht. Ist natürlich viel klarer geworden und sind die manifesten Wirkungen für die Bürger und Bürgerinnen viel, viel offensichtlicher geworden. Also wenn man jetzt halt ein jugendlicher Arbeitsloser in Andalusien ist, dann ist das eben eine andere Geschichte, als wenn man so sagt, okay, da werden irgendwo Flughafenslots liberalisiert und das ist vielleicht eine gute Sache, nicht? Also insofern hat der Charakter des ganzen Projektes sich natürlich in der letzten Zeit ganz, ganz, ganz massiv verändert und es ist den Leuten viel, viel klarer geworden, wie stark das in ihre eigene Lebenswirklichkeit hineingreift, aber damit ist es natürlich auch viel umstrittener geworden, ne?